Schönen guten Tag. Ich möchte mich auch gleich bei meinem Vorredner bedanken für die Steilvorlage zum Thema Netzbetrieb. Da kann ich etwas schneller über diese Folie hinweggehen. Wichtig zu wissen ist, dass das Ganze nicht ohne Interoperabilität geht. In meinem Vortrag möchte ich mich mit den Normen beschäftigen, die dazu notwendig sind, diese Fluktuation im Netzbetrieb sicherzustellen. Herr Dr. Stadler hat erwähnt, gerade bei Photovoltaik am Morgen haben wir eine Last. Über den Tag wird es plötzlich zum Energieerzeuger. Wir haben Export aus diesem Bereich und am Abend schläft der Export wieder ein und dann haben wir wieder Last in diesem Bereich. Diese Fluktuation geht nur sicher, indem wir auf Netzbetriebsebene Eingriffe in das Netz machen, indem wir Schaltungen vornehmen, Regulierungen machen. Und das geht nicht ohne Normen. Und diese Normen müssen aufeinander abgestimmt sein. Es hilft nicht, die einzelnen Teile mit jeweils proprietären Normen auszurüsten, sondern ein Miteinander ist notwendig, ansonsten funktioniert das ganze Zusammenarbeiten nicht. Und das nennt man Interoperabilität. Ich würde gerne die Interoperabilität über das ganze System hinweg betrachten. Und dazu gucken wir uns mal einen Ausschnitt davon an, nämlich hier die Energieversorgung, die praktisch drei Ebenen hat. Wir haben hier einmal ganz oben den Markt. Und dazu gibt es einen Standard, den 62325, der wird von einem Arbeitskreis WG16 in TC57 ausgearbeitet. Auf der mittleren Ebene sehen Sie die Netzleitstelle und da gibt es zwei Standards, nämlich den 61.79 für die Übertragungsnetze und den 61.968 für die Verteilnetze. Stehen zwei Working Groups dahinter, die 13 und die 14, aber man hat jetzt gesehen, dadurch, dass sich die Funktionen aus dem Übertragungsnetz mehr in Richtung Verteilnetz bewegen, ist ein Umdenken notwendig. Die Standards bleiben bestehen, aber es wird so sein, dass die Normen von anderen Arbeitsgruppen betreut werden, sodass sich die WG 13 dann mehr mit der Modellierung beschäftigt und die WG 14 mehr mit den Anwendungen, die im Netzbetrieb notwendig sind. Wo ich zu Hause bin, das ist bei den Schaltanlagen, 61850, schon genannt. Dazu gibt es noch die Sicherheit, 62351, da hören wir heute auch noch mehr darüber. Und ganz unten die Messung, Tarif, das ist die 62056, auch genannt COSEM. In meinem Vortrag gucken wir uns jetzt diese genannten Standards etwas näher an, wobei die oberen drei zusammenfallen als ZIM bezeichnet und 61850 ist eben 61850. Ich brauche einen kurzen Moment, um die beiden Standards gegenüberzustellen. Ich werde es nicht zu kompliziert machen. Viel hängt mit Modellierung zusammen. Ich beginne bei 61850. Da gibt es Logical Devices, Nodes und Data Objects. Es entspricht im Prinzip Funktionen, Funktionsbereichen und den Daten, die man übertragen will. Auf der anderen Seite sehen Sie, gibt es keine direkte Entsprechung, da gibt es sogenannte Klassen. Das ist, ich mache das mal einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel Gebäude modellieren wollten, hat nichts mit ZIM zu tun, überlegen wir uns, es gibt Gebäude, was hat ein Gebäude? Ein Gebäude hat ein Dach, es hat Geschosse, es hat einen Keller. Dach könnten wir spezifizieren mit einem Satteldach, begrünt oder ein Flachdach. Gebäude hat mehrere Stockwerke, es hat einen Keller. Und wenn wir jetzt das Gebäude zusammenbasteln wollen, verknüpfen wir mit dem Dach die Spezifizierung des Dachs. Ein Dach brauchen wir auf jeden Fall. Wir bräuchten nicht unbedingt einen Keller. Also können wir das Modell Keller vielleicht weglassen. Aber wir wollen wissen, wie viel Geschosse dieses Wohnhaus hat. Wenn wir unbedingt jetzt den Fußboden spezialisieren wollen in den verschiedenen Etagen, würden wir dazu eine Gruppe, eine Klasse entwickeln. Und da können wir sagen, wir haben Parkettboden oder was weiß ich was, Steinboden. Wenn Sie jetzt die Stadtplanung wären, da würden Sie sich natürlich für die Geschosshöhe und die Geschossanzahl interessieren, vielleicht auch für die Ausrichtung des Daches, aber nicht für die Fußbodenbeschaffenheit. Und dafür gibt es, ich gehe zu ZIM zurück, Profile. Sie können je nach Anwendung auswählen, welche Daten aus dem Riesenmodell der ZIM sind denn nun für mich und meine Anwendung relevant oder welche lasse ich weg. In meinem Fall wäre das dann der Fußboden. Ja, ich vergleiche mal die beiden Standards miteinander. Was wir miteinander vergleichen können, was eine Entsprechung hat, das wären die Klassen. Die Common Data Classes in 61850 gegenüber den Klassen in ZIM. Auch die Idee, Attribute zu haben und Daten zu klassifizieren,
Schön ist auch die Darstellung in UML. Ich glaube, wir hatten das vorhin schon mal kurz gehabt. Zur Planung, Entwicklung der Standards gehen wir auf elektronische Formate, weg vom Papier. Wir modellieren einen Standard, also auf IEC-Ebene in UML. Vielleicht ein Wort zu dem Alter der beiden Standards. Sie sind beide in etwa 20 Jahre alt, werden von IEC gepflegt. Wobei man sagen muss, dass der ZIM-Standard deutlich US-amerikanische Wurzeln hat. Und das spielt sich auch ein bisschen in dem Denken wieder. Und wenn wir jetzt bei uns mit Windparks und großen Verbundkraftwerken arbeiten, müssen wir gucken, da sind wir als Normung DKE aufgerufen, zu überprüfen, ob die europäischen Belange auch in diesen neuen Standardentwürfen repräsentiert werden und geben dann als DKE Kommentare dazu ab, um das sicherzustellen. Gut, ich springe weiter. Was ist denn Interoperabilität? Ich habe es jetzt schon mehrfach genannt. In 1.6.50 Teil 5 gibt es einen Text, der nicht genau diesem hier entspricht, den ich Ihnen gerade vorstelle. Der Unterschied ist, dass in 1.6.50-5 die Anwendungsfunktion in den Geräten einfach durch den Satz in den Geräten ersetzt wird, aber hinterher im Dokument selbst ist dann das mit der Funktion und den Geräten, das gefällt mir besser. Deswegen führe ich jetzt diesen neuen Text ein, denn es ist die Funktion in den Geräten, die Kommunikation mit anderen Funktionen braucht, egal wo die sitzen. Es kann sich auf der Netzleitstelle ein Rechner mit einem Gerät unten in der Schaltanlage verbinden wollen, um einen Befehl auszuführen, dann sind es Funktionen. Es hilft mir nicht, den Netzleitstellenrechner zu benennen. Es hilft auch nicht, das Gerät unten zu benennen, sondern die Funktion, die den Befehl absetzt und die Funktion unten, die den Befehl annimmt. Es gibt drei Arten von Interoperabilität. Die Kommunikation, man nennt das syntaktische Interoperabilität, da war die Sache gerade eben mit dem Befehl. Wie kommt die Information, meine Modellierung von A nach B? Es kann ein Befehl sein von oben nach unten. Es kann eine Meldung sein von unten nach oben. Es kann eine horizontale Kommunikation zwischen Geräten sein, die notwendig ist, um Anlagenverriegelungsbedingungen zum Beispiel sicherzustellen. Das macht die syntaktische Interoperabilität. Dann gibt es die semantische Interoperabilität, die Modellierung. Beispiel, wenn ich jetzt sage Baum, dann entsteht vor Ihrem geistigen Auge ein Bild von irgendwas, das einen Stamm hat und das eine Blätterkrone hat. Wenn ich jetzt sage Birne, dann ist das irgendwie, könnte vielleicht ein Birnenbaum draus werden. Und wenn ich jetzt sage Leuchtdauer 1000 Stunden, da erschrecken Sie, das passt nicht, denn ich habe das Wort Birne gerade falsch verwendet. Ich hätte sagen müssen Glühbirne, weil die Glühbirne und die 1000 Stunden, die passen zusammen, nicht aber die Birne vom Apfelbaum. Also ich muss eindeutige Begriffe wählen und darf die auch nicht doppelt belegen. Mit dem Baum sind wir gut beraten, bei Ihnen allen ist der Baum eingeführt, der muss nicht mehr erklärt werden. Würde ich jetzt was Neues erfinden wollen, müsste ich im Standard beschreiben, was sich hinter diesem Datenpunkt versteckt. Dann hätten wir noch die Konfiguration, das ist das Mittel, um eine Projektierung herzustellen. Also ich brauche einmal eine Sprache. In meiner vorherigen Folie war sie erwähnt. Wir haben eine SCL in 1.6.50, eine System Configuration Description Language, mit der wir diese Teile der Modellierung und der Kommunikation zusammenfügen können und mit deren Hilfe wir die Projektierung, das Engineering einer Anlage erzeugen können. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das Beispiel eines Verbundkraftwerks, Verbundkraftwerk Prignitz in Brandenburg. Wie weit die Planung ist, weiß ich nicht. Mir gefällt dieses Bild sehr gut, weil da steckt jede Menge drin. Da stecken einmal Photovoltaikanlagen drin, da steckt Biomasse drin, da steckt Wind drin und da steckt die Schaltanlage drin. Würde jetzt die Anlage Prignitz mit einer Modellierung von 1.6.50 ausgeführt werden, wäre sie von Anfang an interoperabel. Denn es gibt Standards dafür in 1.6.50, die die Modellierung sicherstellen. Einmal für die Schaltanlage, für die dezentralen Energieerzeuger, die wir sehen, für die Elektrospeicher und wir haben auch assoziierte Standards für die Windkraftanlagen. Würde man also 1.6.50 für die Modellierung anwenden, hätte man auf einen Schlag Interoperabilität in unserer kleinen Welt hier unten, die sich im Übrigen direkt an das 380-KV-Netz anschließen wird. Das ist also ein Brocken, das ist wie ein Großkraftwerk. Ja, lassen Sie uns mal einen Schaltbefehl kurz durchspielen. Ich würde jetzt sagen, als Netzleitstelle einen Leistungsschalter einschalten.
Das wäre von oben, ich habe es schon erwähnt, syntaktische Interoperabilität, nach unten Befehl schicken mit dem Verständnis Befehl für die Einrichtung, Leistungsschalter ein. Es geht aber auch darum, den Leistungsschalter zu verstehen. Also ich darf jetzt nicht irgendwie den Trenner bewegen und ich muss auch genau den gemeinten Leistungsschalter verwenden. Wir machen mal ein Beispiel. Für heute Abend ist schlechtes Wetter gemeldet, Gewitter. Falls bei Ihnen der Strom ausfällt, es sollte nicht sein, und Sie greifen zum Telefon und Sie rufen dort an, bei Ihrem Energieversorger, dann kommen Sie auf der Netzleitstelle raus. Dort sitzt ein Mann, der nimmt Ihren Telefonanruf entgegen, Sie sind wahrscheinlich der 78. und sagt Ihnen, dass er alles dafür tun wird, wieder Strom herzustellen. Was wird er tun? Er guckt auf seinen Bildschirm. Er selbst arbeitet nicht mit SIM, er arbeitet mit einem SCADA-System. Im Hintergrund läuft aber SIM und mit dem Anklicken des Leistungsschalter-Symbols geht ein Befehl in das Modell und es wird ein Befehl abgesetzt, der gemäß 6179 Breaker beinhaltet, den Leistungsschalter auf Englisch. Und in der Schaltanlage sitzt aber ein Gerät, das erwartet einen Begriff CSWI, Controllable Switch. Also wir haben da ein Problem, denn es ist die Semantik, die fehlt. Wir haben zwei verschiedene Begriffe gewählt, das ist vorhin, so wie meiner Birne und der Glühbirne, das klappt nicht. Das ist leider derzeit der Fall. Wir haben zwei verschiedene Standards, die unabhängig voneinander entwickelt wurden, mit unterschiedlichen Modellierungen. Derzeit wird es gelöst durch händisches Engineering auf einer Gateway-Ebene. Und das soll nicht so bleiben. Deswegen gibt es eine kleine Arbeitsgruppe, der ich angehöre, und wir überlegen uns, wie wir zwischen 1A50 und SIM vermitteln können. Es geht nicht darum, den einen über den anderen dominieren zu lassen, sondern Schnittstellen zu finden, Gemeinsamkeiten zu finden, um ein Mapping realisieren zu können. Beispiel für eine neue Anlage. Es soll eine Anlage entstehen und da gibt es Daten aus einem SIM-Master, da taucht das Wort Breaker drin auf. Die Netzplanung wird die Anlage auslegen mit so und so vielen Feldern und so weiter und wird eine Spezifikation aufsetzen. Im üblichen Fall würde das konvertiert werden, es würde ein sogenanntes SIM-Fragment entstehen, also ein Teil der neuen Projektierung. Und es wird dann in das SIM-Modell des Betreibers eingespielt, da muss er nicht die ganze Anlage neu machen, sondern nur den neuen Teil. Das wird in die Betriebsführung des SCADA übertragen, wo der Mann davor sitzt und dann wäre die Sache lauffähig. Für 6150 gibt es ein System Engineering und wir lesen auch die Spezifikation ein. Und nach unserem Wunsch der kleinen Arbeitsgruppe wäre das eine bereits in UML gehaltene, vielleicht in SCL, der Konfigurationssprache von 6150 definierte Spezifikation, die wir einlesen und über geeignete Werkzeuge in die Systemkonfiguration überführen, aus der wir dann die einzelnen Parametrierungen für Gateways und IEDs ableiten. Und das Ganze ist ein Zusammenspiel. Sie sehen, das passt. Und das Schöne ist daran, nach unserem Wunsch, wenn es dieses Mapping geben wird, das wir erarbeiten, könnte man direkt aus der 6150 Systemkonfiguration heraus das SIM-Modell speisen. Denn wenn alles schon in SCL gehalten wird und wir wissen, dass der CSWI dem Breaker entspricht, dann kann ich das algorithmisch umsetzen. Wenn ich jetzt all diese Regeln aufgesetzt habe und die in einen Konvertierungsalgorithmus unterbringe, kann ich sehr agil auf Änderungen im Netz reagieren. Also ein Systemausbau, neue PV-Anlage irgendwo, neuen Windpark irgendwo, ergibt eine neue Spezifikation, hoffentlich elektronisch gehalten. Beide Bereiche lesen die ein und sind in naher Zukunft oder in schnell und mit einer hohen Qualität lauffähig. Und die beiden unten, die letzte Zeile unten, das ist die aktive Linie, die Betriebsführung, die über einen Router mit der Anlage kommuniziert und das Gerät anspricht. Ja, Chancen der Harmonisierung. Diese kleine Arbeitsgruppe hat eine technische Spezifikation herausgebracht. In einer ersten Ausgabe haben wir eben diesen Mechanismus der Konfiguration aus 6150 beschrieben. Der ist noch nicht allgemein im Markt untergebracht, aber es gibt schon Hersteller, die den beherzigen. Im Teil 2, an dem arbeiten wir gerade, betrachten wir die Spannungsregelung. Was muss man dort beachten, wenn Spannungsregelung von der Netzleitstelle aus, vom Netzbetrieb aus verantwortet wird oder unten aus dem Feld heraus, welche Daten werden wie übertragen, was brauchen wir, um die Datenübertragung sicherzustellen.
all die Informationen aufzusammeln, die für neue Anwendungen, wie zum Beispiel den adaptiven Systemschutz, denkbar ist, ja, Schutzeinrichtungen zu verstellen, zentral von oben gerechnete Werte in die Schutzeinrichtungen einzuspielen und somit sicherzustellen, dass die Auslösung in einem Fehlerfall auch wirklich funktioniert. Unter all den Bedingungen, die ein so stark variierendes Netz mitbringt, morgens ein Lastknoten, mittags Erzeugung und abends wieder ein Lastknoten. Wir müssen sicher abschalten können, wir brauchen Netzstabilität und das könnten wir mit diesen Regulierungsmaßnahmen den neuen Anwendungen schon sicherstellen. Aber dazu muss ein Mapping entstehen, damit die Interoperabilität auf diesem Level, nämlich oben nach unten, sichergestellt ist. Und zudem, ich habe es auch gerade angerissen, die Engineering-Prozesse, das Einlesen der Daten aus einer zentralen Quelle heraus, bringt natürlich eine ganz andere Qualität, als wenn ich ein Ingenieur dran sitze, der Listen abarbeitet und die dann links gegen rechts vergleicht und einhackt. Ein interoperabler Engineering-Prozess erhöht die Qualität, gerade dann, wenn wir oft Änderungen vornehmen, wenn Netzausbau betrieben wird. Ich schließe meinen Vortrag mit einem bekannten Zitat. CIM ist das, wenn man über Power Systems, also Netzbetriebe, redet. Das Modell ist so umfänglich, da ist alles drin. Und 61850 ist mit den Systemen zu reden, denn unter 61850 gibt es Kommunikation, die bei CIM noch fehlt. Und es gibt ein gutes, wir meinen, es gibt ein gutes Miteinander und keine Rivalität zwischen den Standards, wenn eine Harmonisierung durchgeführt wird und wir Interoperabilität auf diesem Level realisieren können. Vielen Dank fürs Zuhören.